Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Im letzten Video hatten wir euch ja die beiden Häuser gezeigt gehabt und in diesem Video wollten wir euch das Grundstück zeigen. Das Grundstück ist 1 Hektar groß und hat 2 Brunnen auf dem Grundstück. Hinten auf dem Grundstück haben wir ein größeres Feld, das werden wir nachher noch zeigen. Und hier vorne haben wir ein paar Stallungen und auch Fläche für die Hühner zum Rumlaufen. Genau, gehen wir also weiter. Hier vorne auf der Seite haben wir den ersten Brunnen, der ist jetzt ein bisschen versteckt, aber der erste Brunnen ist sozusagen hier auf dem Grundstück bei uns, der zweite hinten beim Feld. Dann haben wir hier vorne unsere Banja. Also hier ist die Banja, hier wird geheizt, der Ofen steht dann hier drin. Und hier drinnen sieht man dann die Banja, hier vorne den Kessel für kaltes Wasser und hier oben den Kessel über dem Ofen, der geheizt wird mit warmem Wasser. Viele von euch kennen das vielleicht schon, ich kannte es nicht. Man nimmt ja kaltes und warmes Wasser, mischt sich das Verhältnis zusammen, wie man es mag und übergießt sich dann mit dem Wasser. Genau. Und hier weiter rum, wenn man gehen würde, haben wir noch eine kleine Sauna. Das heißt, man hat mehrmals die Woche Sauna. Und hier sieht man jetzt schon, dass hier viel einfach nur rumliegt. Das liegt gerade daran, dass wir hier vorne unsere Garage haben. Die Garage sind wir gerade dabei auszumisten. Wir haben viel von den Vorbesitzern dagelassen bekommen, auch viel Nützliches. Aber nicht nur nützlich ist. Das sortieren wir gerade ein bisschen aus, was wir brauchen, was wir nicht brauchen. Ja, genau. Gehen wir auch einmal kurz reingucken. Genau, also der Raum wurde viel auch als Werkstatt genutzt, neben der Funktion als Garage. Genau, und dann gehen wir zum Hühnerstall. Bevor wir hingehen, hier haben wir noch einen kleinen Hund, der wurde uns von den Vorbesitzern dagelassen. Wir hatten vorher, hier an der Seite war noch ein Hund gewesen, ein größerer. Den haben die Vorbesitzer aber geschafft zu verkaufen, loszuwerden. Diesen hier allerdings nicht und jetzt haben wir den mit aufgenommen. Irgendwo hier läuft auch noch eine zweite Katze, also noch eine Katze rum, die uns die Vorbesitzer auch dagelassen haben. Vielleicht werden sie noch abholen, vielleicht auch nicht. Ja. Und so haben wir quasi neben dem Hund und der Katze, die wir mitgenommen haben, noch 2 weitere bekommen. Hier vorne an der Seite haben wir den Hühnerstall. Hier ist quasi die ganze Fläche, wo die Hühner frei rumlaufen können. Hier an der Seite haben wir mehrere Stallungen. Die hat der Vorbesitzer genutzt gehabt für seine Kühe, weil er hatte 8 Kühe gehabt. Hier haben wir dann noch einen Raum, wo wir den der Vorbesitzer auch für Werkzeuge und so genutzt hat zum Lagern. Hier unten sieht man, dass da ein Erdkeller ist. Da gehen wir jetzt nicht rein, weil da ist kein Licht, man würde nichts erkennen können, aber das ist quasi wie so eine Kuppel aufgebaut von allen Seiten. Ja, genau. Dann gehen wir weiter zu den Ställen. Hier ist ein recht robust gebauter Stall, also auch schön mit Steinwänden, der gut halten wird. Hier vorne sieht man die Aufteilung, wie der Bauer oder wie der Vorbesitzer seine Kühe gehalten hatte. Ja, hier werden wir noch gucken, was wir daraus machen. Wir haben vor, vielleicht auch Ziegen zum Beispiel zu halten. Wir müssen noch ein bisschen überlegen, welche Tiere, ganz vielleicht auch eine Kuh, aber wollen wir eher vermeiden. Weil die viel Arbeit machen und uns würde die Milch auch von den Ziegen reichen. Und dann wir noch gucken, wie wir den Raum dann genau nutzen werden. Und jetzt sieht man gerade auch, hier ist jetzt die Katze angekommen, die uns quasi da gelassen wurde, die vielleicht noch abgeholt wird, aber das ist noch nicht ganz klar gewesen.
Der Hund hieß Kugler und die Katze hatte, also wir kannten den Namen nicht, jetzt haben wir sie einfach Luna genannt. Ja. Gehen wir mal weiter. Hier vorne, ja, müssen wir jetzt nicht reingehen, das ist einfach nur ein kleines Häuschen, wo wir ein paar Sachen gelagert haben. Wo auch die Vorbesitzer einfach so ein bisschen ein paar Lagersachen reingestellt hatten, wo sie keinen Platz für hatten. Und so nutzen wir den gerade auch. Dann sieht man hier auch, wie schon im Video davor erwähnt gehabt, dass wir keine Toilette im Haus hatten. Die Toilette, die die Vorbesitzer genutzt hatten, jetzt auch wir. Und zwar haben wir hier unseren Plumpsklo, unsere Toilette. Ja. Es ist vor allem im Winter, also jetzt gerade wird es ein bisschen kälter, ich bin noch gespannt, wie es im Winter sein wird. Schon ein bisschen herausfordernd. Man möchte ungern nachts aufstehen, den weiten Weg hierher gehen, also quasi weiten Weg und in der Kälte hierher gehen. Es ist mittlerweile schon, war es bei uns, minus 2 Grad und ist ungewohnt zumindest, gewöhnt man sich noch dran. Und hier ist ein zweiter Plumpsklo quasi, also die zweite Toilette. Die allerdings nicht mehr benutzt wird, die ist quasi voll. Und das ist die neuere jetzt gewesen. Auch hier, die ganzen Gebäude sind auch einfach nur Ställe, so wie der andere Stall, nur ein bisschen älter quasi. Die werden wir auch wahrscheinlich abreißen, weil wir benötigen nicht so viele Ställe. Wir haben nicht vor, viele Tiere zu halten. Wie gesagt, da ist genug Platz für uns Schafe, ich sage immer Schafe, Ziegen. Was noch, wird man noch gucken, aber das wird uns auf jeden Fall reichen. Also wahrscheinlich werden wir die Stelle hier abmachen, also abreißen. Auch da sind noch viel drin gelagert worden von den Vorbesitzern, weil der große Stall, den hat er hauptsächlich auch genutzt. Und da sind wir jetzt am Aussortieren, was wir brauchen, was nicht. Ja, und was wir entsorgen. Vorne haben wir unsere Scheune. Da hat der Vorbesitzer immer Heu und Stroh gelagert gehabt. Da ist auch jetzt noch einiges an Heu drin. Ja, können wir auch mal reingehen. Also Platz ist hier genug, um alles zu lagern, was wir brauchen. Ja. So. Jetzt sind wir quasi auf dem hinteren Teil des Grundstücks. Noch ein bisschen geht quasi unser Grundstück hier. Das ist einen halben Hektar groß. Aber wir haben auch im Vertrag festgehalten, das Nutzungsrecht für einen weiteren halben Hektar, wo wir auch die meisten Sachen dann anpflanzen werden. Hier vorne haben wir eine Rampe fürs Auto zum Hochfahren. Hier sieht man die ganzen Bretter noch, hier vorne, und da sieht man die Bretter. Jeweils mit Metallgestell an den Seiten gestützt. Da, wo das Auto dann stehen wird zum Reparieren, ist auch eine Betonfläche. Allerdings ist es sehr mit sehr zugewachsen. Da werden wir auch entweder die Rampe befreien und reparieren, weil das Holz ist schon ein bisschen morsch. Oder wir werden hinten bei der Garage vielleicht ein kleines Loch machen, dass wir darauf fahren können, um das Auto zu reparieren. Das hier ist quasi der Gemüsegarten, werden wir auch wahrscheinlich so nutzen. Hier haben wir ein paar Obstbäume stehen und auch ein bisschen Flächen, die teilweise schon ein bisschen zugewachsen sind.
auch für Obst, für Gemüse oder so zum Wachsen. Hinten werden wir auf dem Feld die größeren Sachen anpflanzen, wie Mais, Kartoffeln, Möhren und so weiter. Also die Sachen, wo man ein bisschen mehr von anpflanzt. Hier zum Beispiel Zucchinis, Auberginen, Paprika wahrscheinlich. Ja. Kann man auch einmal durchgehen. Hier haben wir zum Beispiel einen Apfelbaum. Also mehrere Äpfelbäume auch. Hier vorne haben wir zum Beispiel einen Baum mit Weißdorn. Das ist eine sehr gute Heilpflanze, auch, schmeckt auch sehr lecker, schön süß. Da haben wir schon abgeerntet, bis auf die Stellen oben, an die wir schlecht rankommen, haben auch einiges eingekocht noch. Dieses Jahr können wir noch nicht so viel selber einkochen und machen. Was möglich war, versuchen wir aber dennoch zu machen. Hier ist quasi ein kleines Räumchen oder Häuschen, wo man sich treffen kann, also sitzen kann, essen kann, trinken kann, wie man es nutzen möchte. Hier haben wir einen Räucherofen, wenn wir was haben zum Räuchern. Wir werden wahrscheinlich eher weniger Fisch oder Fleisch räuchern, weil wir vegetarisch sind. Allerdings kann man auch super Paprika und anderes Gemüse gut räuchern, also vielleicht werden wir den auch in Betrieb nehmen und nutzen. Ja, dann gehen wir mal wieder raus und gehen jetzt zum Feld. Wir sind jetzt beim großen Feld quasi angekommen. Die Vorbesitzer hatten hier die Hälfte von dem Feld benutzt gehabt. Wir hatten den Nachbarn angesprochen gehabt, weil er hier sein Feld umgepflügt hatte. Das daneben ist sein Feld. Das ist sein Feld. Wir hatten ihn gebeten gehabt, dass er es auch unseres vielleicht umpflügen kann. Das hat er getan. Das heißt, er hat jetzt erstmal hier vor die Erde vorgelockert für den Winter. Und dann im Sommer wird er nochmal uns helfen und durchgehen, weil wir noch keine Gerätschaften haben und die Erde nochmal auflockern und die ganzen Brocken, die jetzt da sind, quasi Kleinschlag. Wir haben das Feld aber nochmal um die Hälfte erweitert. Und hier vorne sieht man auch, hier machen die Bauern oder die Nachbarn sehr gerne ihre Kühe an so eine Metallflüge, die sie in den Boden hauen, wo die Kühe dann stehen, jeden Tag einen anderen Ort. Und da drüben, wo man die Bäume sieht, da haben wir noch einen Fluss an ein Grundstück quasi angrenzend und da gehen wir jetzt auch noch einmal hin. Und hier beim Weißen Pfahl, letztes Jahr war das Wasser aus dem Fluss, wenn der Schnee schmilzt im Frühjahr, steigt das Wasser ja auch an. Letztes Jahr ist das Wasser bis zum Pfahl hier angestiegen. Aber der Vorbesitzer und auch die umliegenden, die Nachbarn haben uns auch gesagt gehabt, dass es bisher noch nicht wirklich weiter gestiegen ist. Das heißt, wegen dem Haus, so braucht man sich da keine Sorgen machen. Und die leben schon lang genug hier. Genau. Der Weiße Pfahl markiert außerdem noch den zweiten Brunnen. Was natürlich sehr praktisch ist bei den zwei Feldern hier, dass man den nicht einen Schlauch von hinten vom ersten Brunnen hierher ziehen muss, sondern einfach quasi hier einen zweiten Brunnen hat. Drüben einen, um dort alles zu bewässern, hier den zweiten, um hier alles zu bewässern. Dann gehen wir jetzt weiter zum Fluss. Hier ist es jetzt ein bisschen windiger. Ich hoffe, man kann mich trotzdem gut verstehen. Ich rede auch ein bisschen lauter jetzt. Hier vorne haben wir den Fluss am Grundstück angrenzend. Hier wurde mal ein kleiner Steg gebaut. Allerdings ist er schon ein bisschen älter und wackelt auch sehr, wenn man rauf geht. Deswegen gehe ich da
Ja, aber das ist jetzt das Grundstück gewesen. Ich hoffe, es hat euch gefallen, das Video. Und bis zum nächsten Mal.